Beats Production. Lila, du willst battlen, doch wirst hier verlieren, Bro. Offiziell bist du wacker als einfach Linus. Ach, warte, mein Gegner ist Fotzenkind. Dann übernehm mich halt den und box die Snitch. Fotzenkind in jeder Fotze drin. Du bist der Beweis, dass hier außer mir nur Fotzen sind. Und weil du so oft teilnimmst, da war doch nie Spitze warst. Es ist wie Surprise an nah. Jetzt ist das Fotzenkind im Markt. Dann dachte ich, ich geb mir mal die Quali von meinem Scheißgegner und sehe bloß eine Fotze, die mich mit seinem Rap einschläfert. Ich dachte zuerst, dieser Kanal wäre verkehrt. Und ich landete bloß auf einem ASMR. Und ich check beim Zeit mal hören, dieser Typ ist wirklich mein Gegner. Jules scheint mich echt zu hassen. Jetzt will er mich tatsächlich einschläfern. Denkt ihr ernsthaft, er fickt mich weg, wie soll ich gegen ihn verlieren? Die Frist verpennt, du stichst in jede Fotze mich und andere paar Mal ab. Aber niemand merkt's, weil du ne zu kleine Nackabstachel hast. Das sind echt Hammer Phrasenspaß. In einem Kampf wirst du liegen, du stichst einmal und bist weg wie der Stachel von Bienen. Genug Schwanzgelaber, Mann, du bist ein jämmerlicher Spaß. Mach doch als Handy mit, schließlich hat ja Fotzenkind verkackt. Du willst zweimal gewinnen, ich lass dich Huren so blasen. Was willst du denn erreichen, Teilnehmer, Urkunden sammeln? Ey, yo, Fotzenkind, wirst von Fiox gefickt. Brauchst dich nicht anstrengen, weil Fiox ja doch gewinnt. Fiox fickt dich, weil du Spaß nicht dumm bist. Bevor du Fiox fickst, nehm ich Massikos mit. Ey, yo, Fotzenkind, wirst von Fiox gefickt. Brauchst dich nicht anstrengen, weil Fiox ja doch gewinnt. Du bist ein kleiner behinderter Kapaster, der denkt, er wird Doktor, das ist er nicht. Du kannst mich verbrennen und findest gegen Fiox keine Tanzminister. Ich lass mit der nicht Sex durch und der ist tatsächlich gut. Doch warum erinnert er mich an Neids von anderen Dudes? Und ich suchte ein bisschen und was ich da fand, war, dass du keine einzige Line selbst geschrieben hast. Mit der Leistung, Milad, sag ich schon mal tschö. So bekommst du kein Finale, höchstens Features von Blö. Mikis, mit den Texten, die du bitchrockst, gewinnt man kein Turnier, sondern wird Feature-Gast beim Mikbox. An dem Dandy, der dich heute zerstört, bis man dich nach meiner Runde nur mehr aus dem Keller heulen hört. An dem Bloody, der dich toll zerstört, an jener Runde, nach welcher man in der Nacht nur noch dein Heulen hört. Dich Standard zu nennen, wär hier noch übertrieben. Zieh den Lappen wieder an und geh doch weiter Rapper spielen. Dich Standard zu nennen, wäre nett und übertrieben. Greif dir deine Mütze lieber, geh in einer Pfütze spielen. Du egal was du bringst, ey, die Scheiße, die zieht nicht. Du wirst gekickt und der Farbenkreis schließt sich. Guck, wie Teufel mit markant dein Team fickt. Die Color Crew ist raus und der Farbkreis schließt sich. Ich hab den Bladeser-Effekt, weil ich Rack-Rapper rasier. Du den Bladi-Effekt, da du seine Texte kopierst. Für deine Aktion sollte man dir echt die Knochen brechen. Deine Runden sind bloß eine VWT-Lines-Compilation. Dass du Lines beitest, ist ja ziemlich schlau. Dich kennt eh keiner, also fällt's nicht auf. Du willst mich hinrichten, Bro, da hab ich scheiße viel Schiss vor deine Lines, die nicht mal deine eigenen sind. Ey, yo, Fotzenkind, wirst von Fiox gefickt. Brauchst dich nicht anstrengen, weil Fiox ja doch gewinnt. Fiox fick dich, weil du Spaß nicht dumm bist. Bevor du Fiox fickst, nehm ich Massikos mit. Ey, yo, Fotzenkind, wirst von Fiox gefickt. Brauchst dich nicht anstrengen, weil Fiox ja doch gewinnt. Du bist ein kleiner behinderter Bastard, der denkt, er wird Doktor, das ist er nicht. Du kannst ihn verbrennen und findest gegen Fiox keine Tanzhütte.